Ubisoft. So, hallo, willkommen. Wir spielen Assassin's Creed Syndicate. Heute frisch ausgepackt auf der PS4. Wo auch sonst. Ich würde sagen, nicht viel schnattern. Wir drücken direkt mal Start. Und dann bin ich mal ruhig. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bax. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden.
George, ernsthaft? Ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl. Noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Das noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. So, herzlich willkommen nochmal zu Assassin's Creed Syndicate. Heute frisch eingetroffen und wir versuchen heute direkt die erste Folge noch hochzuladen. Sieht sehr, sehr toll aus. Wir sind ja in der Zeit jetzt schon weiter fortgeschritten. Im viktorianischen London, wenn ich es nicht mitbekommen habe. Wir spielen einen neuen Protagonisten. Und ich glaube, wir werden verschiedene spielen, so wie das eben ausgesehen hat. Aber lassen wir uns erstmal überraschen. Ich will jetzt gar nicht viel reden. Wir gehen jetzt erstmal direkt vor zu Ferris und schauen mal, was passiert. So, ich gehe davon aus, ich muss einfach mal hier hinspringen. Aber vorher schauen wir uns um. So, wo kann ich denn was mal schleichen? Schleichen? Müssen wir schleichen? Ach, das ist ja genial. Mütze ab, Kapuze auf zum Schleichen. Ah, okay. Zack. Interessant. Ja, total unauffällig. Man erkennt ihn nicht mehr. Kann ich jetzt hier nach kurz laufen, R2 drücken? Okay. Hier runter. Weiter. Und nun? Komme ich hier durch? Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Das klingt nach einem Plan. Wir müssen die Maschinen sabotieren. So. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und jetzt? Geradeaus nicht, oder? Ah, doch, die Kette habe ich eben nicht gesehen. Okay. Zack. Zack. Da fliegt mir eine Idee zu. Lass mich dran teilhaben. Ich möchte wissen, was du für eine Idee hast. Sieht schon einfach toll aus. Weil man hört es vielleicht, ich bin ein Riesenfan der Assassin's Creed-Reihe. Ich finde es einfach schön gemacht. Die sind grafisch sehr, sehr schön, sehr detailliert. Die Story gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Zum letzten Teil, ich sag mal, der ist Geschmackssache gewesen. Aber ansonsten wirklich sehr zu empfehlen. Dass da kein stört, dass ich da an den Hebeln, an den Rädern rumdrehe. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Nicht wir, Sir, ich schwör's. Er sagt die Wahrheit.
Schornstein! Attacke! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du um Gnade bitten. Du bist so gut wie du. So, Feierabend. Nächste. Ach, das leuchtet dann Gold. Gut zu wissen. Ah ja, dann ist das ja relativ simpel, ne? Sagte er und hat direkt eine bekommen. Ja, jetzt aber. Geht schon gut ab, der Kollege hier. Kann ich die jetzt auch plündern oder tragen? Tragen. Ja gut, ich glaube entsorgen muss ich sie nicht, hat eh jeder gesehen. Ja, ist ja gut, euch tue ich doch nichts. Ich bin doch ein ganz braver. So, jetzt erkennt er mich nicht mehr, jetzt bin ich noch ein anderer Mensch. Hin. Halten Sie R2 plus X gedrückt, um zu klettern. Achso, entweder da oder da. Wahrscheinlich egal. Und dann gehen wir rechts. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Ups. Okay. Hier lang. Den Kran. Was, ein Parkourlauf nach unten? Wow. Das ist cool. Entdeckung. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn Sie in deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann Ihre letzte bekannte Position untersuchen. Ja gut, das kennen wir ja im Prinzip schon von den anderen Teilen. Da hat sich jetzt eigentlich nicht viel geändert. Ah, okay. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Okay, so. Jetzt muss ich... Hier werde ich bestimmt wieder unsichtbar in den Gruppen, ne? Ja. Okay. Hallo? Ja, es müssen drei Personen sein. Entschuldigung. Kann ich da jetzt, muss ich da jetzt lang oder kann ich vielleicht woanders lang? Oh, da habe ich, das ist ja schön, das ist neu. Also wenn ich jetzt im Schleichmodus bin, habe ich anscheinend wie so eine Art Radar, damit ich sehe, wo die Gegner sind. Das gefällt mir. Das ist cool. So, da hinten scheint noch einer irgendwo zu sein. Das sieht nach einem Sperrbereich aus. Hallo. Da komme ich lang.
mich eigentlich nicht sehen solltest. Oh, jetzt sieht er mich auch. Das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, nein. Ich muss hier weg. Ihr sollt mich doch eigentlich nicht sehen. Mal gleich mal versuchen. Muss ich noch hin? Ich muss da hinten irgendwo hin. Unten bleiben. Okay, das war's. So. Wir probieren es jetzt gerade nochmal. Was machst du denn da oben? Hältst du dich da drüben denn für sicher? Bist denn du? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. So, Entschuldigung. Es hat gerade so schön gepasst. So, ich muss da hinten irgendwo hin. Komme ich da hoch? Das sieht so aus, ne? So gehe ich jetzt einfach mal ganz schnell. Unauffällig natürlich. Tatsache, ich komm da hoch. Huch. So hoch wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur dahin. Jawoll. Und jetzt? Da hinten irgendwo. Ah, da können wir rein. Zack. Sperrgebiet. Schleichen. Wenn Sie mit X schleichen, sind Sie schwerer zu entdecken, das haben wir gemerkt, und Sie können sich schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter Ihnen. Okay, genau. Halten Sie in einer Deckung L2 gedrückt, um zu zielen. Drücken Sie dann R2, um Messer zu werfen. Wir haben also schon unsere Wurfmesser. Das ist cool. Mal den Typ hier weghauen. In den Kopf. So. Und jetzt wir drücken. Markieren Sie Gegner, indem Sie mit dem Adlerauge ansehen. Okay. Ah. Aber ich sehe nur einen. Wir sind doof, hier ist noch einer. Zack. Bleiben die jetzt markiert? Ne, der hinten, der ist weg. Der ist noch.